Weiter geht's mit wohl dem letzten Resident Evil 2 Part im Art-Szenario mit Claire. Ich habe mich hier gut ausgerüstet mit gemischten Kräutern und einem Erste-Hilfe-Spray, mit meinen Säurepatronen, mit meinen Granatenpatronen, mit meinen Granatenwerfer, mit irgendeinem anderen Patronen. Wir müssen hier rein jetzt. Ich weiß nicht, ob ich mich da wirklich reintrauen soll. Ich bin schon oft genug bei diesem Kerl hier verreckt. Ja, aber erstmal müssen wir jetzt erstmal den, ja, Selbstzerstörungsprozess nochmal einleiten, verstärken und auf 5 Minuten umstellen, damit wir auch wenig Zeit haben zu entkommen. Jetzt flott. Oh Gott. Nein! Lo. Scheiße, William ist noch mehr mutiert, als er schon vorher mutiert ist. Deswegen ballern wir den jetzt einfach mal ab, so aus 30 Meter. Ich schieße so einen weg hier. Boah, weil der ist echt ein Veränderter. Oh Gott. Er ist tot? Nein, der ist doch nicht tot, oder? Der ist tot. Der leidet gerade. Ja, der explodiert jetzt. Was zum... Ein Hund! Fuck! Der ist ja invisible wie Bruce Willis im Film Invisible. Boah, geh mir weg. Der Kütt... Der erinnert mich irgendwie an... An... Fuck, der rennt mir genau in die Fresse. Und für den ist Säurepatronen und Granaten. Der beste Mist. Und lass den bloß nicht so nah ran, wie ich es jetzt mache. Ich bin hier. Ich bin Crocodile Dundee, bloß heute mal ohne Crocodile. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Den kann man echt nicht gut einschätzen, den Kerl. Ich wechsle mal schnell auf Granatenwerfer-Munition, da ich keinen Bock habe wegzurennen. Ich stell mich den Gegner. Keine Chance gegen mich. Ich hab Heilung ohne Ende. Lass mich los! Oh fuck. Schon wieder auf Vorsicht. Ihr müsst immer saumäßig aufpassen. Wenn der rennt, habt ihr keine Chance, dann seid ihr total verloren. Ihr dürft nicht auf der Stelle stehen bleiben. Ich habe es gerade schon falsch gemacht, weil irgendwann, glaube ich, bleibt er stehen und dann kann ich ihn töten. Jetzt gehe ich aufs Ganze. Mach nichts, wir sind auf Vorsicht. Schieß doch, Claire, du dumme Fotze! Zerfleisch dich doch! Ja! Das muss es jetzt wohl gewesen sein. So geht auch der nervigste Mutant tot. Man braucht einfach nur Claire, einen Granatenwerfer und ein Countdown, der die Spannung hebt. Also Vorsicht sind wir. Oh, nochmal durchrennen. Hier, das hast du dir verdient. Motherfucker, bam. Das musste sein. Oh, der mutiert immer noch weiter, oder? Ich glaube nicht, dass der tot ist. Aber, nun ja. Wir müssen jetzt noch... Was müssen wir jetzt noch machen? Scheiße. Wohin müssen wir? Wohin müssen wir? Okay, sieht mir noch aus wie ein Fluchtweg. Ja. Fluchtweg. Spring. Ugh!
zack, fällt die erstmal runter. Sherry's unconscious. I have the antidote. If I give it to her. Claire, what's happened? Not now. Come on, Sherry, wake up. Wake up. Please wake up. Claire? Where am I? It worked. Oh, Sherry, you're gonna be okay. Thanks, Claire. It's over. No. I have to find my brother. You're right. This is just the beginning. Und jetzt entgleist der Zug. Dann. My God has protected you. Waterfall. It will always be with you. Claire. Sherry. Hier, du kannst meine Kickjacke haben. Ja, so endet eins oder das beste Spiel in meinen Augen. Okay, die Musik ist aber nicht von Claire. Naja, bisschen Rock für ein klassisches Spiel ist immer gut. Also, ich werde jetzt mit Leon weitermachen, das B-Szenario. Das war das A-Szenario aus Claires Sicht. Und jetzt spielen wir das B-Szenario aus Leons Sicht. Ich hoffe, das Projekt hat euch komplett gefallen. Zumindest das A-Szenario. Ich weiß, zu Anfang waren die Teile richtig kacke. Aber ich fand, ja, so schlecht war ich jetzt auch nicht. Ja, ich werde parallel zu Leon auch noch ein anderes Spiel spielen. Und ich werde noch nicht zu viel verraten, nur es ist ein Rollenspiel. Ein Rollenspiel, was ich noch nie durch hatte. Weil meine PlayStation sich immer aufgehangen hat. Ein Grund, es nicht durchzuspielen. Ja. Wir warten jetzt auf irgendwas, aber wir treffen uns dann, ich würde sagen, bei Leon wieder. Ich weiß nicht, ob den Scheiß überhaupt jemand jetzt noch sehen will. Ich rede jetzt einfach mal so ein bisschen über. Ja, worüber reden wir denn? Ja, ja. Oh Gott. Ja. Leons Part B ist schwerer, denke ich. Aber er hat ja auch geilere Waffen. Naja, ich hoffe, das war jetzt mal die letzte Werbung. Ja, Daihatsu, Toshiba, Siemens, genau. Macht mal Werbung dafür, euer scheiß Kack fucking asshole Autofirmen-Mist. Außer Siemens ist natürlich eine Autofirma. Aber Daihatsu und Suzuki und Toshiba ist auch kein. Doch, Toshiba? Nein, die machen Laptops. Naja, was soll's. Hier seht ihr noch mal ein bisschen meinen Mauscursor. Ich spiele jetzt ein bisschen mit Capcom. Ein Meisterwerk von Capcom. Nach meiner Meinung wirklich der beste Teil. Ich weiß nicht, ob ich Resident Evil 1, 2 noch Let's Playen werde. Ich schau mal, ich habe schon ein paar Anfragen bekommen. Aber das war's dann erstmal mit Resident Evil 2, mit dem Art-Szenario. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und danke fürs Schauen meiner Videos. Ich will jetzt ausmachen, aber da passiert nichts. Da kommt ja noch mehr. Ist das wirklich laufen lassen? Wollt ihr das wirklich sehen? Oh wow, ein hübsches Bild. Geiles Motorrad. Okay, genau. Rang B. Spiel gelöst. Claire A. Ja, gesamte Zeit. Ja, wenn man 3 Stunden, also unter 3 Stunden durch hat, was ich locker schaffen hätte können, bekommt man einen Raketenwerfer, soweit ich weiß, oder Maschinengewehr mit unendlich Munition. Also, spielt es langsam mal bitte durch, denn wir wollen ja nicht unfair spielen. So, das war's dann jetzt wirklich mit Resident Evil 2. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen und da ist der Speicherstand. Ich werde ihn noch jetzt einmal für euch überspeichern. Ja, überschreiben. Da, seht ihr es. Leon B-Szenario. Wir sehen uns ganz genau dann dort auch wieder. Danke allen fürs Schauen und macht's gut.